Also schauen tue ich Deutschland. Ich meine, morgen, das ist interessant gegen Argentinien, das ist Basti auch, glaube ich, noch dabei, so wie ich es eben erfahren habe. Die anderen Berichte lese ich dann hauptsächlich jetzt auch gerade Bosnien, da ist Sally dabei oder Norwegen. Bosnien, klar, ich habe auch noch Ermin vergessen, Tarek. Ja, das liest man dann, wie die Ergebnisse ausgefallen sind, ja. Nein, wir bleiben schon in der gleichen Spur. Wir versuchen einfach da auch noch weiter hart an unseren Prinzipien zu arbeiten, wieder das Spiel gegen den Ball in den Vordergrund zu stellen. Und ja, ich glaube, das sind auch die Wochen, wo man da noch ein bisschen was aufholen kann. Also das Training grundsätzlich von den Inhalten ist gleich. Prinzip ist gleich, unser Weg ist gleich. Was definitiv so ist, ist einfach, dass die Qualität höher ist. Wir haben richtig gute Spieler dazu bekommen. Das merkt man natürlich auch im Training. Ja, das ist einfach so. Ich war 1,5 Wochen raus, habe dann auch länger keine längeren Spielzeiten gehabt, aufgrund dieser Problematik mit den Adduktoren. Und für mich ist es einfach ganz wichtig, dass ich da in den Rhythmus reinkomme. Und, so ein Spiel ist einfach auch für mich, für die Grundfitness, für die Spritzigkeit enorm wichtig. Und da ist es klar so, wenn du da in Bremen keine Zeit bekommst, Einsatzzeit bekommst, dann musst du spielen. Ich glaube, dass wir gegen Augsburg ein gutes Spiel gemacht haben. Ich glaube auch, dass wir in Bremen über die erste Halbzeit hingesehen, auch ein gutes Spiel gemacht haben. Die zweite Halbzeit war dann einfach auch nämlich unser Spiel. Dann hatten wir dann Glück, dass wir einen Punkt mitnehmen. Da sind wir natürlich froh, aber ich glaube, wir müssen da auch jetzt in der freien Zeit nochmal intensiver gegen den Ball einfach arbeiten. Ja, ich glaube, wir sollten nicht auf die Vergangenheit schauen, auch nicht auf den Punktestand. Ich glaube, das nächste Spiel ist Wolfsburg. Da müssen wir einfach wieder alles abrufen, Vollgas da sein und gucken, was wir dann holen können. Ja, klar ist es so, dass du einerseits durch den breiteren Kader, andererseits auch mit der Trainingszeit, die du verpasst hast, dich dann vielleicht ein bisschen nach hinten anstellen musst. Training versuche jetzt zu überzeugen und dann sieht man einfach, was dann passiert. Da.